Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Lars Kraumes, der vermessene Mensch, feiert dieses Jahr seine Weltpremiere auf der Berlinale. Da lohnt sich auch ein Blick zurück in die Historie. Filme aus dem Arthouse-Programm auf der Berlinale. Das hat eine lange Tradition und ist gewissermaßen ein Perfect Match. Schließlich gibt es eine Kontinuität der Verbindung, die vor der Gründung des Arthouse-Labels ihren Anfang nahm und bis heute ungebrochen anhält. Bereits 1958 heimste Ingmar Bergmann mit Wilde Erdbeeren den Goldenen Bären ein. Ebenso wie Jean-Luc Godard 7 Jahre später mit Alphaville. Und auch Werner Herzogs erstes Lebenszeichen als Filmemacher wurde schon in Berlin gezeigt, im aufrüttelnden Jahr 1968. Ob Robert Altmans Satire Buffalo Bill und die Indianer aus dem Jahr 1976 oder Willard Carrolls Leben und Lieben in L.A. von 1999. Die unterschiedlichen Filme aus verschiedenen Epochen eint das Qualitätsmerkmal, ein besonderer Film zu sein. Punkt. Oder wie würden Sie beschreiben, was Naked Lunch, Das Schweigen der Lämmer, Before Sunrise oder Buena Vista Social Club miteinander gemeinsam haben? Eben. Sie liefen im Berlinale-Wettbewerb und bereiten uns weiterhin großes Vergnügen. Hi! So nice to see you! Me too! It's been ages! Allein mit all den Arthouse-Startern der vergangenen 50 Jahre könnte man schon ein interessantes und vor allem abwechslungsreiches Festivalprogramm auf die Beine stellen. Bei Jim Jarmuschs Coffee and Cigarettes sitzen die Leute noch gesittet beieinander und quatschen über Gott und die Welt, während sie in Patrice Chéreaus Intimacy mehr so über den Boden rollen. Nun ja, schweigen oder zumindest weniger reden und dafür mehr handeln kann Gold bedeuten. In diesem Fall den Hauptpreis im Jahr 2001. Was ist mit den Freunden in deiner anderen Welt? Du weißt mehr über mich als irgendjemand sonst. Du bist meine Welt. Iris mit Judi Dench war 2002 ein Film vor seiner Zeit, setzte sich damals schon mit dem auseinander, was im Alltag gerne vergessen wird, mit dem Thema Altern und Alzheimer. Wir erinnern gerne an Judi Denchs eindrucksvolle Darstellung der Schriftstellerin Iris Murdoch. 2004 kochten die Leidenschaften gewaltig hoch. Fatih Akins Gegen die Wand triumphierte auf der Berlinale, wurde zu Recht als bester Film ausgezeichnet und die große Entdeckung hieß Sibel Kekilli. Die Nullerjahre mit zahlreichen Arthouse-Berlinale-Auftritten, unter anderem François Ozons 8 Frauen, hatten schon gut angefangen. The Million Dollar Hotel von Wim Wenders gewann 2000 den Silbernen Bären. Einem Film, an dem U2-Frontmann Bono federführend beteiligt war, neben einem formidablen Star-Ensemble. Was hältst du davon, wenn ich einen Artikel schreibe? Der heißt Warten auf Romy, in dem es darum geht, auf Romy Schneider zu warten, die letztendlich nie erscheint. In jüngster Zeit durften wir im Rahmen der Berlinale 3 Tage in Quiberon an der Seite der großen Romy Schneider verbringen und ZeugInnen des Interviews ihres Lebens werden. Inszeniert von Emily Atef und gespielt von Marie Bäumer. Mit einer gänsehauterzeugenden Nähe zur wahren Romy. Dazu durften wir zusammen mit dem Berlinale-Publikum ein wenig in Kinonostalgie schwelgen. Zunächst untermauerten Arnold Schwarzenegger und Terminator 2 den Anspruch, ein ewiger Klassiker zu sein, durch die Aufnahme in die Sektion Classics 2017. Und wenn du willst, dass sich einer verpisst, heißt es Hasta la vista, Baby! Hasta la vista, Baby! Im selben Jahr bewiesen die Zombies aus Night of the Living Dead von George A. Romero, dass sie uns nicht ohne Grund bis heute nachlaufen. Es könnte an ihrer unnachahmlichen Hartnäckigkeit liegen und natürlich an der Zeitlosigkeit einiger kritischer Seitenhiebe auf die Gesellschaft in diesem Meisterwerk. Himmlisch und zugleich melancholisch, das ist die Grundstimmung der Geschichte der Engel aus Wim Wenders Der Himmel über Berlin, der gerade deshalb so gut zum modernen Geschehen rund um den Potsdamer Platz passt.
Wenn in diesem Jahr Lars Kraumes Der vermessene Mensch von den deutschen Kolonialverbrechen erzählt, sind wir also wieder mit dabei. Mit einem besonderen Film, über den man auch in vielen Jahren noch reden wird. Arthouse auf der Berlinale. Eine besondere Geschichte.